Einen wunderschönen, meine Lieben. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Wichtige Tipps, wenn ihr ein dunkles Ritual oder eine Beschwörung durchführen wollt. Da ich in den nächsten Videos verstärkt auf dunkle Rituale und auf verschiedene Beschwörungen eingehen will, dachte ich mir, dass es doch ein guter Anfang wäre, wenn ich euch nützliche Tipps dafür gebe, falls ihr solch ein Ritual oder solch eine Beschwörung einmal selbst ausprobieren wollt. Natürlich würde ich generell davon abraten, solche Rituale durchzuführen. Aber falls jemand von euch wirklich das innere Bedürfnis hat, solch ein Ritual durchführen zu wollen, dann sollte er sich diese Tipps wirklich zu Herzen nehmen. Fangen wir an. Als erstes solltest du genau wissen, welche Art von Dämon du herbeirufen willst. Willst du, dass deine Karriere vorangeht? Dann würde ich dir beispielsweise Belial empfehlen. Hast du ein persönliches Problem? Dann wäre beispielsweise Astaroth die richtige Wahl für dich. Willst du diese Beschwörung aus einem bestimmten Grund vollführen oder einfach nur zum Spaß? Ich würde dir dringend empfehlen, keine Beschwörung aus Spaß zu vollziehen. Wisse deinen genauen Grund, warum du diese Beschwörung durchführen willst. Stelle dem beschworenen Dämon eine konkrete Frage. Bleibe ruhig. Fordere ihn zu nichts auf und versuche nicht, ihn auszunutzen. Wie man sich vermutlich schon denken kann, verlangt jede Wesenheit für seine Hilfe eine Gegenleistung. Überlege dir gut, welche Art von Opfer du zu bringen bereit bist. Gib niemals ein Versprechen, von dem du von vornherein weißt, dass du es nicht einhalten kannst. Hast du denn eine geeignete Methode? Weißt du, wie du den Kontakt aufnehmen kannst? Du musst wissen, dass jeder einen Dämon anders wahrnimmt. Je nachdem, wie deine Erfahrungslage in solchen Sachen ist, wirst du ihn entweder physisch sehen, du wirst ihn hören oder wirst einen anderen Beweis für seine Anwesenheit erkennen. Wer nicht geübt in solchen Sachen ist, der wird die Aura des Dämons wahrnehmen können. Es ist immer ratsam, bevor man ein Ritual startet, eine Meditation durchzuführen. Durch Kraft- und Machtmeditation kannst du deine Psyche und deinen Geist öffnen und bist so empfänglicher für Wesenheiten aus anderen Welten. Bereite jedes Beschwörungsritual gut vor. Führe es nur in der Dunkelheit durch. Die Chance der Kontaktaufnahme ist in der Dunkelheit am größten. Entgegen dem, was öfter in Filmen gezeigt wird, müsst ihr kein Pentagramm auf dem Boden malen. So banal das jetzt auch klingen mag, Räucherstäbchen sind beinahe unabdingbar. Dämonen fühlen sich von betörenden Düften angezogen. Für die verschiedenen Dämonen gibt es verschiedene Düfte, die sie bevorzugen. Auch ist die Farbe der Kerzen äußerst wichtig. Zumeist sind schwarze oder sehr dunkle Kerzen die geeignetste Art, um einen Dämon zu beschwören. Jeder Dämon hat ein eigenes Siegel. Drucke dir am besten das passende Siegel aus oder zeichne es wahlweise nach. Studiere es vorher gut, genauso wie du den Dämon vorher gut studieren solltest, den du rufen willst. Visualisiere das Siegel in deinem Geist noch einmal nach. Schließe dabei die Augen. So kannst du die erste Verbindung mit einem Dämon herstellen. Bevor du jedoch höhere Rituale durchführen willst, sei dir erstmal zu empfehlen, ein Reacher-Brett oder Kristallkugeln auszuprobieren. Und der wichtigste Punkt: Sei immer ehrlich und sei immer respektvoll zu dem Dämon, wenn du einmal im Kontakt mit ihm stehst. Stelle eine konkrete Bitte und biete eine Gegenleistung. Fordere ihn nicht auf zu verschwinden, er wird von selbst gehen. Das waren die wichtigsten Tipps, die man bei einer solchen Beschwörung beachten sollte. Wie ich bereits sagte, habe ich in den nächsten Wochen vor, einige Videos über dunkle Rituale und Beschwörungen zu machen. Und wie ich auch bereits sagte, solltest du das Verlangen verspüren, einen Dämon zu rufen, dann halte dich unbedingt an diese Tipps.